Haben wir sonst noch jemanden draußen? Sehr wohl, Majestät. Vielleicht könnte das neue Jahr doch noch gut werden. Ich habe einen perfiden Plan ausgeheckt, wie wir einige unliebsame Personen loswerden könnten. Wen? Mit der Hilfe von Professor Lotte Tobisch. Tobisch, so lange haben wir uns gewünscht, dass Sie einmal zu uns kommt. Na ja, da bin ich also. Ah, jetzt wissen wir, was er will. Sie haben was in der Hand, was er will, was ich eigentlich haben würde wollen. Das habe ich Ihnen mitgebracht. Na schau! Schauen Sie. Bitte. Na, das ist so außergewöhnlich. Wir haben noch nie eine Schneekugel mit Pinguinen bekommen. Husch, die immer, irgendwann einmal ist das immer das erste Mal. Wirklich? Ja. Auch für Sie? Ja. Wirklich? Ich bin zum ersten Mal hier. Hm? Ja. Und war das erste Mal für Sie? Wissen Sie, ich bin schon so alt, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Was war sie vom Beruf, bevor sie sich zurückgezogen hat? Eigentlich, was war ich? Ich war Schauspielerin. Schauspielerin? Ja, ja. Schauspielerin. Dann habe ich, ach Gott, ich habe so viel gemacht in meinem Leben. Ich kann es gar nicht aufzählen. Na ja, und dann habe ich bekanntlich den Opernball Das Problem gemacht. Haben wir auch öfter, dann haben wir immer den Seifenstein. Also, was hat sie gemacht, Seifenstein? Majestät, Frau Tobisch hat unter anderem den Opernball organisiert von 1981 bis 1996. Sie ist Präsidentin des Vereins Künstler helfen Künstlern. Der unterhält ein Altersheim für Künstler in Baden. Schau. Das ist mir das Wichtigste im Augenblick. Wirklich? Ja. Das ist für alte Künstler und die haben dort ein Zuhause. Und jeder kann hinkommen, Majestät, wenn man so ein Kaiser ist wie Sie, ja, und es ihm gelingt, diese Regierung so im Griff zu haben, dann sind Sie auch ein Künstler und sind jederzeit dort willkommen. Ist ja. Sie selber auch draußen in Baden? Noch nicht, aber bald. Wieso ist sie nicht draußen? Ja, weil ich es noch organisiere, wissen Sie. Und da ist man immer unterwegs, ne? Wo? Jetzt wollen Sie meine Adresse wissen, die kriegen es nicht. Schaut, hätte mich gerade ein bisschen verliebt. Aber ich verrate Ihnen was. Na? Ich stehe im Telefonbuch. Also den Opernball hat sie auch organisiert. Wie lange? Wie viele Jahre? 15 Jahre. 15 Jahre. Furchtbar. Nein, nein. Das ganze Gesindel. Ach, Majestät, wissen Sie, es ist überall genau das Gleiche. Es ist völlig wurscht. Es ist am Opernball genauso ein Gesindel wie hier, wie sonst oder sonst wo. Glauben Sie mir. Das sind anständige Leute. Am Opernball gibt es auch ein paar anständige Leute. Ja, sind noch genug dort, nicht? Zwei, drei werden schon dabei sein. Wie viel passen da rein? 3.000, 4.000, wie viele Leute kommen da? Wissen Sie, Majestät, wenn Sie gestatten, man muss sich wirklich ein bisschen aufpassen mit dem Vorurteil. Wirklich? Ja. Aber es sind doch so viele Politiker dort. Das sind ja auch nicht alle Gauner, nicht? Hat sie blaue Augen? Ja. Blauäugig. Blauäugig und optimistisch. Ja. Seifenstein, haben wir da vielleicht Archivmaterial von dieser Zeit? Majestät, Frau Tobisch hat sich glücklicherweise verabschiedet, bevor jene Herren den Opernball betraten. Ja, an das Match können wir uns erinnern. Ne? Ein paar hundert Milliarden zu null gegen Österreich. Das ist dann das Ergebnis. Seifenstein hat uns erzählt, er braucht sie.
Seifenstein, was ist Ihr Plan, was Sie da vorhaben mit der Tobisch? Majestät, es handelt sich um eine Aktion, die am nächsten Opernball stattfinden soll. Augenweide, Vormärz, Biedermeier. Was passiert da, Seifenstein? Weißt du, mit dieser kleinen Aktion, bei der uns Frau Professor Tobisch helfen könnte, könnten wir uns den ganzen Wahlkampf ersparen. Tja. Als ehemalige Organisatorin des Opernballes kennt Frau Tobisch den Grundriss der Oper wie ihre Westentasche. Ist das so? Ziemlich. Ja. Sie könnte sich am Vorabend des Opernballs einschleichen und in der Regierungsloge eine Falle anbringen. Die dann während der Bundeshymne plötzlich zuschnappt. Aus! Halt! Wir sehen, da ist ja der Bussi-Bär drinnen. Der Bussi-Bär, nicht Seifenstein. Der Bussi-Bär ist eine aussterbende Art. Die müssen wir auswildern. Beschützen den Bussi-Bär. Geht schon weiter, Seifenstein. Mit diesem Mechanismus könnte man die ganze Regierung auf einen Schlag fangen. 3, 2, 1, los! Und wohin kommen die dann, Seifenstein? Majestät, man könnte sie beispielsweise ins Franz-Josefs-Land verschiffen. Ja. Dort können sie bei angenehmen Temperaturen sich selber regieren, so lang, bis der böse Cousin des Bussi-Bärs vielleicht Hunger bekommt. Schau. Ideal. Ist sie bereit, das durchzuführen? Ach, wissen Sie, erfahrungsgemäß. Es kommt selten was Besseres nach, als wenn man es überlegt. Da hat sie recht, Seifenstein. Na, es kommt nie was Besseres nach. Tobisch, wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass Sie da waren. Wir fühlen uns geehrt durch Ihren Besuch. Wir danken ihr. Sie darf sich zurückziehen, aber sie muss auch einmal ein bisschen brav sein, gell? Majestät, wenn Sie es befehlen, ist das selbstverständlich. Danke. Schleicht euch der